So, weiter am Text. Der große Plot-Twist am Ende ist, dass sie die Brandschutzbedingungen nicht eingehalten haben. Das wird sein. Hier ist wieder so eine Tür mit so Seilen vor. Das ist nicht die erste Tür dieser Art, die wir sehen. Hört man die Geräusche? Beunruhigend. So, hier. Achso, hier sind so Balken, wo man hochklettern kann. Nämlich seit ich angefangen habe zu bouldern, oder halt zu, ich bin mal auf dem Zug klettern, denke ich mir jedes Mal, wenn so Charaktere so spielen, so Wände so ganz nonchalant hochklettern, so, oh, easy hier. Sarah, bist du da? Ich zieh mich hier hoch. Reyes, wo bist du? Hast du Sam gefunden? Wir verfolgen ihre Spur. Gut. Ich will versuchen, ein Notsignal von einem alten Funkturm da oben zu senden. Irgendwelche Tipps? Du musst die Kommunikationskonsole finden. Müsste aussehen wie eine alte Telefonvermittlung. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Das blinkende Funkturm ist ja großartig. Auf jeden Fall musst du jetzt mal dran denken, wie wir hier... Also ich kann jetzt viel besser einschätzen, welche physische Stärke wir brauchen, um sich mal eben so locker flockig so Felsen hochzuziehen. Nicht nur einen, sondern gleich so 20 hintereinander. Da gehört halt einiges dazu. Hab ich da vorne nicht gerade einen Wolf gesehen? Hm, wahrscheinlich nicht. Bitte! Das muss alles nicht sein! Cool, die können Feuer! Ach komm! Hm, subtil! Das muss alles nicht sein. Ernsthaft, Lava. Ach, die Aktion, wie die bis jetzt vorgelegt haben. Das war deine Hoffnung? Zieh ich ja nicht die Kugeln aus den Typen wieder raus. Ich brauche eine Fackel. Wo krieg ich Feuerfeuer? Sie brauchen einen Weg, um dieses in Brand zu setzen. Ja, hier steht auch wunderschöne Tonne. So 3 Meter entfernt. Flop. Oh, hier war richtig viel Bergungsgut. Ich sollte immer mal meine Waffen modden. Kann ich auf jeden Fall das schneller schießen. Das andere Ding ist auf jeden Fall mit drinne jetzt. Warte, das da oben ist wieder so eine Laterne, die man kaputt schießen kann. Oh. Das hätte ich ausnutzen können. Habe ich aber nicht. Ich fühle mich direkt schlecht. Bin ich jetzt eigentlich in einer anderen Gegend? Ach, das ist eine andere. Ach, das ist tatsächlich eine andere Kartengegend. Dann muss ich nochmal zurück zum Bergdorf und eigentlich. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ach, wirklich nicht? Hä? Wie sind wir denn jetzt so schnell so hochgekommen? Wir waren doch gerade komplett woanders. Es hat immer noch keine Jacke. Es ist bestimmt ein mechanisches, kein elektrisches Problem. Jetzt, Alex! Das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Oh, hallo. Hey, wer ist denn die Kleine ja, hier? Ja, sie ist süß, hä? Ja, das ist Alicia. Meine Tochter. Oh. 14 Jahre alt. Und klüger, als du je sein wirst. Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre. Und das da... Ich sehe mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Nach dem Vater. Ich saß also am Loch, wie so oft, zum Nachtangeln. Hey, Graham. Zeit, die Schotten dicht zu machen. Ah ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen. Und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen. Aha. Gut. Okay, für die Zwischenschnitte. Danke. Ach, jetzt machen wir noch eine richtige Kamera. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay. Dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr. Oh Gott. Cut. Cut. Cut! Cut.
Kommt er gleich wieder? Ich gehe ihn holen. Archäologe. Ein weltberühmter Archäologe. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. James Whitman. Ich kann auch so einen nicht einfach ausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Sie schaffen nur das. Ein Fisch. Dieses verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen Kultur nahebringen, Sam, und kein Essen. Ja, nichts für ungut. Die Zuschauer wollen Inhalte, Dr. Whitman. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie, noch einmal von vorn, okay? Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig ist. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 4, Action. Okay, pack ihn richtig fest und schneid ihm den Bauch lang. Ich kenne die Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen, in deinem Pinguin-Pyjama. Ich war 5 Jahre alt, das war mein erster Fund. Ja. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Das hat mein Vater auch gesagt. Er hat immer auf seinen Instinkt gehört. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Lara. Wir nähern uns dem Sturm. Naja, was auch kommt. Wir stehen es durch. Warum hat sie dieses unheimliche Dings eigentlich mitschleppt? Okay, reiß dich zusammen. Alle zählen auf. Mittlerweile ist sie ja so ungefähr 20 Mal runtergefallen, ne? Ach, guck mal! Direkt eine Antiquität gefunden. Schön. Diese Münze fand ihren Weg nach Japan vermutlich irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts. Ich dachte, diese Ach, das ist eine chinesische Münze. Okay, gut. So, gut, haben wir. Das war ja einfach. Das andere müssen wochenlang irgendwie Staub fühlen. Und das ist, ich finde hier einfach so easy Zeug. So, ich könnte jetzt den Bogen leveln, dass er irgendwie ein bisschen mehr Schaden macht. Ist mir aber eigentlich egal, weil wenn ich die Pistole brauche, will ich eigentlich hier... Salbenmagazin ist mir scheißegal, Rücklaufbremse, präziser mehr Schaden, das klingt gut. Höhere Schussfrequenz. Vielleicht doch gar nicht so schlecht, weil es schießt ein bisschen langsam das Dings, ne? Ich meine, hier mehr Magazin geschenkt, braucht keine Sau, aber... Schneller ballern. Der Salbenmodus sieht mir irgendwie so eine Munitionsverschwendung aus, das möchte ich nicht. So, wo sind wir denn jetzt hier? Wir nähern uns dem oben von dem Ding. Ich will aber mal zurück nochmal zum Bergdorf. Ich habe nicht gesehen, dass ich da so viel Zeug übersehen habe, ne? Amateure. Die schon in der Wache stehen. Oh, die liegen noch andere Leichen. Die sehen wieder ein bisschen mehr aus wie Soldaten, oder? Na gut, die liegen wahrscheinlich. Es liegt vielleicht daran, dass sie in so einem. Die Erkenner, dass sie keine Pietät haben, du willst mal die Leute die Leichen wegzubewegen. Das ist rein aus Hygienegründen schon, ne? Ich würde übrigens gerade eigentlich zurückreisen zum Bergdorf. Um da die. Da war wieder eine Erzfeind, das bewegliche Ziel. Ja, aber er ist jetzt zum Glück stehen geblieben. Also, da ich das ist das hier mit Mountain Tastatur spiele. Den hätte ich auch messern können. Naja, was soll's. Also, da ich das hier mit Mountain Tastatur spiele, ist es auch wesentlich leichter, so zu zielen. So, gibt's hier jetzt irgendjemanden, den man vielleicht mal doch mal messern kann? Oh ja, hier, der sieht gut aus. Den holen wir uns. Puh, 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 ich sehe die Lampe über ihn, ist mir egal.
Achso, er dachte, er kommt hier zum. Er kommt hier zum Bogenkampf. Da hau ich die Knarre raus. Ist das hier der Funkturm? Nee, ist das nur eine Radarschüsse, ne? Da war jetzt nicht sehr professionell, ich geb's ja zu. Aber was willst du machen? Hä? Wie komme ich jetzt hier hoch? Ich gehe bestimmt gleich zum Bergdorf zurück und betreibe Backtracking, ganz bestimmt. Ach so, hier. Wie auch immer die normalen Typen hier hochkommen. Haben die nicht so viel Estrad her? Zweiter Weltkrieg. Ja, 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 das hatten wir schon. Bestimmt. Hui. Nein! Na toll. Es ist eiskalt. Was auch geschieht, ich folge jetzt Vater Matthias. Ich sitze zwar auf dieser Insel fest, habe aber den bestmöglichen Job. Er nennt mich seinen ersten Solari. Matthias mag wahnsinnig sein, aber er ist klug und gefährlich. Er weiß Dinge über die Insel. Ich glaube, er ist unsere einzige Chance, hier jemals wegzukommen. Matthias sorgt für uns. Wir haben Waffen und Nahrung. Alles, was die Stürme anspülen, gehört uns. Und wir bestimmen das Schicksal neuer Überlebender. Wer sich auflehnt, wird getötet. Wir sind die Herren dieses Gefängnisses. Ist da jemand? Diese Lampen sind übrigens gerne chemisch. Oh, richtige Wallack habe ich auch nicht. Aber guck mal, ich kann hier Dinge tun. Achso, ich kann das Gas abdrehen. No one leaves? Ja gut, das klappt ja eh nicht. Oder Matthias hat ja auch seine Kameraden zurückgelassen. Also seine ursprünglichen, nur die ihn kannten. Die wahrscheinlich wussten, was für ein Wahnsinniger ist. Oh, kann ich die Ratten erschießen? Die haben Generatoren gefunden? Echt? Wofür brauchen sie Verstärkung! Ich habe ein Klo gefunden. Guck mal, hier sind sogar. Wir haben Besteck gefunden. Oder bzw. Tafel. Hä? Wer schießt denn hier eigentlich auf mich? Von wo? Von oben? Nö. Aua! War das der einzige andere Typ, der hier rumlief? Da war sicher besser gewesen, wenn ich die Typen alle weggebogt hätte. Obwohl, da ich keine Lebenspunkte habe oder permanenten Schaden nehme, ist es eigentlich relativ egal, ob die Typen jetzt hier Niederrevolver oder nicht. Das ist ein bisschen doof, dass... Ja. Warum versuche ich das überhaupt mit dem Bogen, wenn es schnell sein muss? Kann ich Ratten looten? Ich kann Ratten looten, Moment mal. Vor allem bringen die Schrott. So ein Lagerfeuer wirklich mal voll gut. Put, 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 put. Hab ich hier getroffen, oder? Schön. Yay! Fähigkeitspunkt! Ja, vor allem immer noch 48 Schuss. Ich glaube, ich könnte den Schwierigkeitsgrad eventuell vielleicht auf schwer erhöhen. Bis jetzt waren hier noch nicht so die Riesenbedrohungen bei, ne? Wahrscheinlich sind so schwer die Quicktime-Events wieder kürzer. Ich würde eigentlich trotzdem mal zurück zum Bergdorf und da eigentlich ein bisschen Backtracking betreiben. No one leaves. Kein Archiv mit für. Das Glas sieht zerbrechlich aus. Hä? Die respawnen? Ach, ich kann die werfen, die Dinger. Nur wohin? Ist hier irgendwas, wo ich brennende Sachen werfen möchte? Warum ist das mein Wille? Ups.
Also warum möchte ich das gerade tun? Nee, das will ich gar nicht glauben. Warum bringt mir das Spiel bei, irgendwelche Laternen durch die Gegend zu schleudern? Ach so. Oh. Habe ich mich gerade selber mit Gas vergiftet? Achso. Versucht er ja gerade ernsthaft, das Glas kaputt zu machen mit dem... Das ist Sicherheitsglas. Seine Hoffnung ist gleich null, dass das was wird, ne? Der hat überlebt? Ein japanisches Sturmgewehr! Wo ein MP28, was weiß ich. Beende es. Bitte. Och, jetzt wie soll ich? Bericht der Expedition. Trotz des Verlusts von 2 Frachtern durch starke Stürme ist die Expedition gelandet. Wir haben ein Kommunikationszentrum oben in den Bergen errichtet und mit dem Bau einer Basis an der Küste begonnen. Bei ersten Erkundungen wurden mehrere mögliche Ausgrabungsstätten entdeckt. Die Insel ist viel größer als zunächst angenommen und übersät mit vielen Jahrhunderten Geschichte. Die Identifikation der Ursache der Stürme kann langwierig und anstrengend werden. Aber im Erfolgsfall ist uns der Sieg in diesem Krieg gewiss. Ach so, das ist quasi das Äquivalent zu der Return to Castle Wolfenstein Nazi-Geschichte, dass die halt ihre Superwaffe gesucht haben in der Vergangenheit, weil die Stürme auf einmal da sind. Weil die halt an der Legende glauben, dass das halt irgendwas gibt, was Stürme auslösen kann. Da kann man natürlich so einen Siegkrieg gewinnen. Alter, bricht das im Zweiten Weltkrieg. Die Achsenmächte haben hier die Stürme untersucht. Was haben sie gefunden? Oder es waren gar nicht die Japaner, sondern es waren direkt die Nazis. Also die Originalen. Hustet ihr immer noch? Oh, ich kann was untersuchen. Moment. Naja, ich bin Georg. Wer auch immer den hier... No one leaves. Kann ich mit ihm reden eigentlich? Naja, wir lassen ihn ein bisschen liegen. Boah, hat das jetzt hinter sich? Ja, hab ich schon gespart. Ah, das sieht ungenau aus. Das benutzt bestimmt so eine dumme 8mm Munition oder so ein Zeug, ne? Ernsthaft. Dolles Attentat. Weißt du, statt einfach mit 5 Mann mit dem Bogen auf die scheiß Tür zu zielen und mich einfach zu durchlöchern? Nein. Die Herren machen Licht an und versuchen nur wie Nahkampf. Das war das dümmste Attentat, was ich jemals gesehen habe. Also wirklich. Was habt ihr denn erwartet, was hier passiert? Alter. Also klar, ich hätte jetzt natürlich auch 100 Schuss mit Maschinengewehr durchziehen können, aber Vater, das... Matthias wird uns befreien. Wovon? Dieser Insel? Von dem Leid. Er ist ja ein paar Profis, ne? Wir sind ja mal den Hobby-Rambo, der vor dir stand. Der hat das 20 Meter voll Laden. Den habe ich durch Zufall erwischt. Gebe ich zu. Das war Glück, weil ich den erwischt habe. Aber ich glaube, ich habe gerade rausgefunden, wie ich die Zeit verlangsamen machen kann. Das ist nämlich, glaube ich, wenn ich das Q drücke. Das habe ich gerade ausprobiert. Das funktioniert, glaube ich, genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Komme ich da nicht? Embrace the Flames. Nett. Ich kann. Oh. Der war nicht. Ah, gehen Sie nah ran, drücken Sie F für eine Exekution. Das ist ja wohl nicht notwendig, oder? Leute zu exekutieren. Die alle herkommen. Sind sie nicht so rumschreien würden? Also sieht nicht so aus, als würde hier noch was funktionieren. Als ob!
Alex, bist du da? Ja. Die Konsole ist Schrott. Verdammt. Gut. Wenn hier kein Elektromarkt ist, dann musst du es manuell über die Wartungskonsole erledigen. Okay. Das klingt doch ganz einfach. Ja, dann, du musst sie erstmal finden. An diesen alten Türmen werden sie meistens oben angebracht. Ich meine, ganz oben. Schon wieder klettern. Das ist überhaupt nicht anstrengend. Sacrifice steht da oben, das ist ja toll. Ja, ich stelle auf jeden Fall bei der nächsten Spielsession die Schwierigkeit mal auf schwer. Ich habe die ganze Zeit volle Munition, ne? September 1982. Jetzt bin ich allein. Die anderen sind alle tot. Und das ist auch gut so. Ich habe von den Klippen aus zugesehen, wie ihr provisorisches Boot von den Stürmen hin und her geschleudert wurde. Die Wolken sahen aus wie eine Hand über dem Wasser, die vehement an dem hilflosen Boot zerrte. Keiner überlebte den Zorn dieses Sturms. Ich habe es genau beobachtet. Der Sturm war örtlich begrenzt und kam unvermittelt. Und genauso plötzlich war er auch wieder weg. Und das Interessanteste daran, er wirkte nicht zufällig. Ich spürte Emotion, Absicht. Ich weiß nicht, was auf dieser Insel vor sich geht. Noch nicht. Aber wenn ich entkommen will, muss ich dieses Phänomen zuerst begreifen. Jetzt beginnt meine eigentliche Aufgabe. Na gut, das klingt schon wieder so nach so einer Lost-Situation. Hat denn nicht irgendjemand von euch mal Lost zu Ende geguckt? Ich hab's nicht getan. Ja, ist voll. Die nächste Überlegung wäre natürlich, wenn es kleine Boote sowieso schlagen sind, dass man sich halt ein bisschen mehr Zeit nimmt, ein größeres Boot zu bauen. Weil so überleben scheint ja jetzt nicht so schwierig zu sein. Auf der ganzen Route kenne ich ja nicht irgendwie so an einer Lagertonne irgendwie mich hier. Gibt es hier irgendwo ein Lagerfeuer? Kann ich ja nicht über diesen Schaltschrank hochspringen? Nö. So ein Lagerfeuer wäre wirklich gut, ne? Die nächste Überlegung wäre dann halt, wenn man irgendwie mehrere Boote gleichzeitig losschickt, ob man irgendwie unbemannte Boote auch von Stürmen ergriffen werden. Und man das irgendwie ausmacht. Ach, hinter mir ging die Tür zu. Das kann ich aber wieder auch machen. Ich pack das zu an, weil da sind sich gerade der Null, die sagt, oh, schon wieder klettern. Jetzt Spieler, die sich Sorgen um die Frisur machen. Oh, ich glaube, ist immer noch tot. Hier gibt es nirgendwo ein Lagerfeuer. Ich würde gerne mal meine Waffen leveln, liebes Spiel. Na gut. Warte mal, hier komme ich hoch. Gibt es hier oben vielleicht ein Lagerfeuer? Ja gut, das ist ihre Frisur. Also sie scheint diese Art von Haare zu haben, die absolut kaputtbar sind, wo kein Stück Schweiß oder sonst was dran bleibt. Ey, guck mal, ein Lagerfeuer. Schön. So, das heißt, wir können endlich wieder das Bergdorf erkunden. Wuhu! Und wir haben einen Fähigkeitspunkt, den wir investieren können. Kann ich noch mehr looten? Durchsuche Kisten und finde zu den Bergen zu. Das habe ich noch nicht gelevelt. Was? Ach, wie viel Zeug ich schon verpasst habe. Ich habe einen neuen Fähigkeitsstamm, ne? Ich kann jetzt auch noch Kämpfer-Upgrades. Halten Sie Kampf mehr aus, um zu überleben. Werfen Sie feine Steine und direkt. Ne, ach, ist Quatsch. Das haben Sie einfach mit zwei schnellen Hieben mit Ihrer Kletteraxt. Das sind ja mit den Kletteraxt tötigen Hieben. Weichen Sie gegen außen, stoßen Sie mit den feinen Skin, verstoßen Sie dann einen Todesstoß. Brauche ich aber Rang 2 abgehärtet. Dafür brauche ich Rang 2 abgehärtet, ne? Also den kriege ich ja so, wenn ich Obass freischalte. Greifen Sie nach einem Ausländer und dann natürlich können Sie den Gegner ausschalten. Ah, nett. So, jetzt kann ich noch meine Ausrüstung leveln. Das ist ein Gewehr? Freunde, das ist kein Gewehr, das ist eine Maschinenpistole. Seht ihr hier da vorne, das Magazin, das ist nicht riesig, hier gepolsterter Schaff. Ach, zu schaffen der Waffe. Das ist, ach komm, ich level weiter die Pistole. Schnellfeuermodus. So, Judian, ich glaube, an der Pistole ist jetzt alles dran, was wir brauchen. Salvenmodus braucht keine Sau. Einzelfeuer ist eh die Macht. Jetzt können wir noch den Bogen leveln, dann haben wir auch alles. Also aktuell brauche ich sowieso nicht mehr Damage. Na gut, so, Judy. Dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt, Typräder.